Vor eindrucksvoller Kulisse, nämlich auf der Ofenbühne des Industriemuseums, hielt die CDU heute ihren Kreisparteitag ab. Wichtigster Tagesordnungspunkt dabei, die Nominierung einer Kandidatin für die anstehende Oberbürgermeisterwahl im Herbst. Bereits vorab war klar, Amtsinhaberin Dietlin Thiemann tritt wieder an, bewirbt sich bei den Brandenburgern um weitere 8 Jahre im Rathaus. In einer kämpferischen Rede zählte sie Erfolge auf, thematisierte neue Projekte und knöpfte sich auch immer wieder den politischen Gegner vor. Oft stellte sie die Glaubwürdigkeit in den Mittelpunkt ihrer Rede und verwies auf das neue Selbstbewusstsein der Brandenburger. Die Mischung kam an. Am Ende votierten 55 Stimmberechtigte für Thiemann, bei 2 Gegenstimmen und einer Enthaltung.